Hi Leute, ich bin Fervel und willkommen zurück zum Part. nächsten Part von Let's Play, danke. Nächsten Part von Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer, ohne TS, aber mit Solevitum und das ist Das ist wichtig. fast genauso gut. Nee, das ist sogar noch wichtiger, finde ich. Denn ohne Oh Solevitum mein macht Gott, das hier alles nur me noch so awesome. halb zu wenig Spaß und wir haben Halt direkt mich. Action und werden direkt Action. abgeschossen. Ping, ping, ping. So, das passiert hier ja selten, dass es hier irgendwelche Tode gibt bei Battlefield Bad Company 2. Das ist ja was ganz Besonderes, deswegen wollte ich das Ist auch jetzt nochmal so durchs herausstellen. Add-on ausgeschaltet worden, nämlich durch Battlefield Bad Company Diplomatie. Ja, genau. Ihr bewerft jetzt mit Handelsverträgen und Abkommen. Und, Das ist auch keine Hommagen, die an die neue Let's Plays werden. nein, nein. Das Größte, was du hier erreichen kannst, ist ein Schiff. Kompromiss. Ne? Also dieses Add-on soll demnächst rauskommen. Wird allerdings noch nach einem Erscheinungsdatum gesucht, das allen passt. Ja, vermutlich wie jetzt Reichskristallnacht. Nee, glaube ich nicht. Das wäre politisch inkorrekt. Oh, da ist gerade ein Gebäude zusammengestürzt. So was Verrücktes. Ich hole jemanden vom Migrator, vom Laptop, man das nicht darf, aber ich habe gerade jemanden vom falschen Brunnen geholt. Oh ja. Hier ist übrigens ein bisschen ewiges Feuer, falls du dich mal wehren möchtest. Einen Moment. Frozen. Protzen. Oh ja, und Simon ist wieder weg, wie ich es vorhin war. Schön. Jetzt sind schön Frotzen da. Frotzen. Ich weiß, das heißt Frozen, aber Frotzen ist lustiger. Und insofern werde ich ihn jetzt nur noch Frotzen nennen. Das ist immer sehr schön. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ich habe gerade nicht so wirklich die heftigen Kommentare am Start. Aber dafür schalte ich Gegner aus wie sonst was. Und wir haben wieder den Airhorn ausgeschaltet. Wieder sehr schön. Das Lufthorn. Klingt nach irgendeinem. 217 Ping. Klingt nach irgendeinem Item, das man bei World of Warcraft in seine Schmuckleiste zieht. Airhorn. Würde Beweglichkeit erhöhen, meinst du nicht auch? Airhorn? Ja, das Lufthorn. Nee, Airhorn klingt mehr nach Intelligenz. Aha, okay. Nee, weil Luft war doch immer Beweglichkeit. Totem des Lufts. Ja, okay, ich habe mal WoW gespielt. Ja, wir beide. Ist aber lange her. Lufttote, was hat das denn noch gemacht? Warte mal. Ja, siehst du? Komm, ich hatte meinen 80er Elementar schon mal an. Was war das denn? Du hattest es nicht so mit dem Lufttotem, ne? Gott, aber A steht immer noch. Unversehrt. Also Wasser war Mana-Totem. Ja. Und wir sind Und wir haben. raus. Wir haben gewonnen. Haben wir? Ach ja, stimmt. Das sieht man so schlecht auf diesem Weiß zu Weiß. Dein T, da steht jetzt bei mir dein T. Nee, meiner hat einen höheren Kontrast. Sehr Ja, schön. weil 8 zu 6, eine Goldnadel, 6170 Punkte. Das ist doch ein durchaus annehmbares Ergebnis. Erziele in einer Runde 6 Kills in Folge. Wie viele Kills habe ich? 6. Oh, nice. Rush-Winner-Nadel, ja. Es sollte auch die Ja, Kekse-Esser-Nadel geben. auch. Kekse-Esser-Nadel. Esse während des Spiels 3 Kekse. Und dann sollte es noch die Ich habe Cola-Trinker-Nadel auch geben. Die M-Com Station Defender Nadel. Hast du auch die Verteidige der Republik Cola-Trinker-Nadel? Funkstation. Ja, ich habe hier eine Cola neben mir stehen. Hast du eine Kekse-Esser-Nadel? Nee. Ich habe eine Mandarinen-Essernadel. Das ist gut. Ist gut, Ernährt ist euch gesund. bewusst und gesund, Kinder. Esst mehr Wie ihr das. Mandarinen. Mandarinen sind süß, lecker und enthalten viele Vitamine. Und jetzt scheiße ich klug. Wusstet ihr, dass eine Paprika mehr Vitamin C erhält als eine Zitrone? Nein, tut sie das denn? Tut sie. Soll ich noch ein bisschen mehr klug scheißen? Nein. Doch, ich muss da jetzt eigentlich gegen kontern. Wusstest du, Nein. dass Vitamin C eigentlich gar nicht so extrem toll gegen Krankheiten ist? Ja. Es bringt nämlich eigentlich gar nicht so viel. Es ist mehr der Placebo-Effekt, der da hilft. Ja, hahaha. Also wenn du Ein krank. Argument bringt nicht viel, wenn man nicht darauf antwortet. Nein, also es ist so, dass wenn du regelmäßig Vitamin C zu dir nimmst, das tatsächlich dein Immunsystem stärkt. Aber wenn du schon krank bist, ist das ungefähr so, als wenn du ein Anti-Trojaner-Programm auf deinen Computer lädst, wenn da schon sehr viele Trojaner drin sind. Die wirst du halt nicht mehr So, wenn du los. täglich masturbierst, wirst du auch dümmer. Was? Was? Okay. War das blöd, ey. Ja, das war sehr dumm, Simon. Bitte. Ich versuche doch immer noch so ein bisschen Niveau in meine Let's Plays reinzubringen. So ein bisschen nur. Ja, und ich bin die Niveau-Firewall. Niveau-Firewall. Da. Sie wollen gerade Niveau einbringen? Ja? Ist das genehmigt? Bitte was? Ja, ist das genehmigt? Ich glaube nicht. Ja, dann kommen Sie hier nicht rein.
dann bleibt das Niveau los. Ja, eben. So, versuchen wir mal hier die Sprengladung. Oh, hallo, hallo. Ah, ich hab dich aber erwischt, Freundchen. Phenom. Habe ich nicht auch ein Phenom in meinem Computer? Ich glaube, ich habe ein Phenom. Aha. Naja, ein Prozessor. So, so ein Athlon-Ding halt. Das Pendant zur, zum i7. Halt günstiger, aber genauso stark. Ich würde jetzt gerne die Sprengladung schießen hier. Gut, gut. Sehr schön. Das ist schon mal getan. So, und jetzt werden wir wahrscheinlich auf massiven Widerstand stoßen. Kann ich mir so vorstellen. Denn ich glaube nicht, also würde man meine Sprengladung angreifen und würde man da irgendwas platzieren, was im Endeffekt Boom macht, das, wenn die nicht so schön ist, ja auch teuer so ein Ding, nicht wahr? Ja, ja, ja. 250 Punkte, wenn das Ding jetzt hochgeht. Oh, das war aber schön. Das war. Oh, ich habe wieder den Toast ausgeschaltet. Sehr schön. Oh, und ich habe 250 Punkte bekommen, weil ich das Einsatzziel zerstört habe. Ist das was, Simon? Ist das was? Ist das was? Ist das was? Ist das was? Mein lieber Hawks. Girls. Always be Joghurt. Das sollte dein neuer Slogan werden. Das solltest du für jedes einzelne Let's Play schalten. Für jeden einzelnen Part. Always be Joghurt. Und das sollte deine Kanal... Nein, nein, nein! Beschreibung werden. Fuck, ich bin das da. Das kommt da jetzt rein. Always be Joghurt. Das ist so tiefsinnig. Da kommt. Das, da werden in 5 Jahren die Leute noch rätseln. Was meinte er damit? Und auch du wirst sagen, hey Leute, keine Ahnung. Das ist ungefähr wie Goethes, wie ist das? Meerjungfrau, glaube ich. Oder See? Der Fischer? Genau, ich glaube, das war der Fischer. Wo Goethe über die Meerjungfrau geschrieben hat. Die Meerjungfrau, die den Fischer verführt. Und, die heftigsten Waffen getrieben haben. Ja, ungefähr so. Also, oder hat er die Meerjungfrau... Nee, nee, Moment. Die Meerjungfrau hat ihn ins Wasser gelockt und er ist ertrunken. Und als man ihn dann fragte, Goethe, was wolltest du damit eigentlich sagen? Sagt er, ja, halt einen Tag am Strand, nicht wahr? Mhm. Und ich hab's letztens interpretieren müssen und hab ja... Also damit spielt Goethe auf die Klassen an? Nein, tut er nicht. Er wollte einen Tag am Strand beschreiben. Und welche Klassen? Die Klassengesellschaft. Hm. Ich kenn's zwar nicht, aber alleine das, was du mir gerade gesagt hast, heißt eigentlich, wäre offener Suizid für starke Liebe. Was? Goethe war ja sowieso der Suizidmensch. Denke an Leiden des jungen Werthers. Ja, ja, er war ja immer, er ist ja ein bisschen depressiv gewesen. Ja, er war ja der große Dramatiker. Ja. Ja, und darin würde ich das ähnlich interpretieren. Aha. Ja, ja, kann man auch machen. Man kann alles in jeden Scheiß rein interpretieren. Wer sich näher damit befassen will, gucke die South Park-Folge Scrolly McBoggerboards. Scrolly McBoggerboards. Boggerboards. Scheiße! Warum habe ich nicht einfach geschossen? Warum muss ich unbedingt messern wollen? Ja, also das ist eigentlich genau dasselbe. Jemand schreibt ein Buch, also die Jungs schreiben halt ein Buch. Sind da einfach nur vulgär und ekelhaft. Die Leute lesen das Buch und kommen nicht durch den ersten Paragraphen ohne zu kotzen. What the fuck? Ja, komm nicht durch den ersten Paragraphen ohne zu kotzen. Und die Leute interpretieren da halt alles Mögliche rein, wird irre berühmt. Ach. Naja. Ja. Finde ich sehr geil. Da, wo ich gerade saß, hatte ich hier. Solovitum has a 5-Skill-Strike. Streak, going streak. On. Streak, stroke. Oh. Stroken. Sag mal. Ah Gott, warum? Wer hat mich denn da gerade wieder geblockt? Nur wegen diesem Arschloch bin ich gerade gestorben. Das kann nicht wahr sein. Naja, und jetzt sind wir eh. Jeansy has a... is kicking ass with a 10 kill streak. Someone kill him. Hey. Jim XDK. Nicht schlecht, mein Freund. Machst du gut. Ja, mit 1390 Punkten. Doppelt so viel wie unser. Ja, diese... ich kicke gerade nicht so ass. Schon gar nicht von den Abschüssen her. Das ist gerade 0,4, das ist... Ah, bei mir ist beim 1,3. 1, nee, Quatsch. Nee, ist nicht 1,3, so. Ist 1, ein Siebtel. Mhm. Satan, ey, heute rock ich mit den Handgranaten. Rockst mit den Handgranaten? Also neulich hast du mir noch erzählt... Ach nee, das war Nikolas, der mir erzählt hat. Komm ich nicht mit klar, Penis... Alles scheiße, fick dich mit Handgranaten und noch ein paar weitere Beleidigungen. Er war nicht so gut drauf. Ja, ich habe jetzt gerade mit 40 mm und mit Handgranate Kills erzielt. Das sind ja beides quasi Granaten, verrückt. Ja, Mann.
Das ist so wie... Also wir sind gerade vorgerückt und wir haben natürlich auch wieder den obligatorischen Noob-Jeller. Der Noob, Noob, Noob. Ich bin sowieso mal dafür, dass dieses Wort in den Spamfilter reinkommt. Ja. Ich wäre eigentlich sowieso mal dafür, dass dieses Wort ein bisschen mehr geächtet wird. Wow, wow, fuck. Oder ich nenne mich einfach, den nächsten Account, den ich mache, da nenne ich mich einfach kategorisch Noob. Kann mir keiner mehr sagen, ich würde hier irgendwie... Noob, hey, hier. Noob, hier. Ja. Nicht der Noob, ein richtiger Noob. Ja, hier. Frotzen macht hier so einen Alleingang. Jetzt ist er tot, weil er von hinten abgeschnotzt. Aufgeschnetzt wurde. Schnerzen, Pinatze. Das ist russisches Schnetzel. Schnerzen. So. Bei mir geht gerade ganz gut. 12 zu 7 bisher. Hallo? Geht doch. Hallo? Wow. Das habe ich nicht erwartet, dass ich die beiden... Verdammt. Da hätte ich ihn fast auch nochmal mitgekriegt. Aber nein, nur zwei sehr beeindruckende Kills. Einfach aus der Tatsache heraus, dass... Sehr, sehr vorsichtig ran. Sehr, sehr vorsichtig. Oh fuck, ja, die Kackgranate. Deswegen mache ich jetzt zum Beispiel wieder einen Abgang wegen der Granate. Oh Gott. Hat die dich erwischt? Nein, ich lebe noch. Noch. Wir betonen noch. Ja, ich bin tot. Ganz vorsichtig. Ich denke, diese Strategie wird mich zum Erfolg führen. Oh, ich bin tot. Ja, hey, Mann. Bei mir ist 13 zu 8 bisher. Fuck. Wollte gerade auf die Granaten wechseln, aber ne? Oh, Mann. Frotzen lebt noch. Ja, ich bin jetzt dann bei... Dann muss er noch 5 Sekunden fortführen. Frotzen ist toll. Frotzen, du bist mein Held. Frotzen, wir lieben dich. Frotzen, wir lieben dich. Ah, fuck, nein. Aha. Ah, fuck, ah, nein. Ja, ich wurde gestorben. Ich wurde gestorben. Okay, Leute, ich denke aber, das war's auch für diesen Part von Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer, ohne TS, aber mit Solevitum. Schaut mal auf seinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, ciao. Ciao.